Wir befinden uns in Remshalden, Ortsteil Kuhnbach, in der Bahnhofstraße und wurden zu einem verdächtigen Rauch um 15.34 Uhr alarmiert. Die ersten Fahrzeuge, als sie eingetroffen sind, haben eine Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss festgestellt und haben dadurch gleich das Stichwort erhöht auf Wohnungs- und Gebäudebrand. Dadurch wurde weitere Kräfte alarmiert, sowie die Drehleiter der Feuerwehr Weinstadt. Es wurden keine Personen verletzt, es war ein Rettungswagen sowie das DLK Ostbereitschaft vor Ort, die die Personen, die im Gebäude waren, durchgecheckt haben. Die Chemikalien, die reagiert haben, wurden ins Freie gebracht, wurden mit Pulverlöscher abgelöscht und der Bereich belüftet und auch nachgelöscht. Der genaue Stoff muss erst noch herausgefunden werden, das können wir zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Es gab keine Schwierigkeiten hier vor Ort. Die Feuerwehr Remshalden und die Feuerwehr Weinstadt waren mit 9 Fahrzeugen und 30 Mann vor Ort. Das DLK Ortsbereitschaft Remshalden war vor Ort, sowie ein Rettungswagen und organisatorischer Leiter Rettungsdienst, sowie die Polizei. Die Polizei hat bereits großräumig abgesperrt, sodass der Bereich für die Feuerwehr frei war.